Tut mir leid, die letzte Episode endete leider etwas abrupt, weil ich irgendwie außerhalb des Fensters geklickt habe und damit meine Audioaufnahme beendet habe. Deswegen weiß ich nicht, ob das Gespräch noch ganz zustande kam. Ich glaube nämlich nicht. Ich probiere es einfach nochmal aus. Vielleicht sagt er dasselbe nochmal. Bei dem Spiel wäre es durchaus möglich. Also nicht böse gemeint. Aber er hatte irgendwelche Bedenken, habe ich gerade gesehen. Nochmal. Okay, nochmal. Wow, du hast den Ring. Aber er ist nutzlos, wenn Cecily mich nicht heiraten wird. Keine Sorge, ich bin sicher, sie will dich heiraten. Aber solange ich nicht sicher bin, bringt es nichts, über den Austausch der Ringe zu sprechen. Versuche einfach, eine Antwort für ihr zu bekommen. Oder vielleicht besser nicht. Vielleicht hätte ich Cecily nie fragen sollen. Okay, Cecily war doch... die saß auf dem Platz da oben. War hier echt noch irgendwas? Schlammpfütze und Glühwürmchen. Was war mit denen? Wozu brauche ich Schlamm, wozu brauche ich Glühwürmchen? Wie wunderschön, ich könnte diese Glühwürmchen stundenlang am Tanzen und Wirbeln und Glühen zuschauen. Nimm noch ein paar mit. Geht das? Wir haben noch so ein komisches Glasding. Wir haben kein Glasding mehr. Doch, wir haben eine Flasche. Hierfür wird kein billiger Fusel benötigt. Ja, vielleicht können wir die später mal fangen oder irgendwas. Mal gucken. Denn ich glaube, in diesem Spiel gibt es wenig umsonst. Warte mal, ich würde gerne... Wo will ich eigentlich hin? Wo war denn Cecily? Beim Antiquitätenhändler irgendwie davor? Ist die Frage, wo der war. Ich glaube, hier. Tatsächlich. Cecily. Heirate den Typen. Guten Abend. Ach stimmt, die Suche nach einem Himmelszeichen oder irgendwas in der Richtung. Ich bin ein Zeichen des Himmels. Heirate deinen Freund. Seid glücklich, vermehrt euch. Hat Stück dich geschickt? Oh, wenn er dich geschickt hat, kannst du ihm sagen, er kann sich die Sache mit der Heirat in den Hut stecken und... Nein, nein, es tut mir leid, das war nur ein verdummer Witz. Man spielt nicht mit den Gefühlen einer Frau. Deine Mutter hätte dir das beibringen sollen. Mein Stick weiß, dass... Oh, mein Stick, wie sehr ich ihn liebe. Wann mir die Sterne wohl ein Zeichen schicken, um mir zu sagen, dass wir zusammen sein können? Wir brauchen also ein Sternzeichen. Ich habe einen Verdacht. Und zwar habe ich, ehrlich gesagt, dieses Ding hier drauf gebracht. Dingens. Ach mein Gott, das Wort fällt mir gerade nicht ein. Teleskop, genau. Denn das Teleskop werden wir auch bekommen. Von... der Captain Amagi oder Amati oder irgendwas in die Richtung, nicht wahr? Lass mal kurz schlafen. Naja. Denn die will erst am nächsten Morgen mit uns das Ding tauschen. Ich glaube, hier runter musste man, oder? Musste man hier runter? Ich glaube schon. Ja, lass euch doch die richtige Orientierung dafür. So, jetzt dürften die beiden Gauner wieder hier sein. Also der coole Norweger und der kleine Gerissene. Und Captain... Gib mir dein Teleskop. Moment, die Karte, wo ist die? Hier ist die Karte. Wenn es geht, noch ein paar Batterien dazu, es wäre super. Entschuldige Sie, Captain. Was haben Sie da, Nigel Trelawney? Oh, das ist eine Karte des Küstengebiets rund um das Königreich von Malabo. Ich dachte, Sie könnten daran interessiert sein. Diese Karte ist mindestens 51 Jahre alt und sie ist nass. So wie das Küstengebiet um Malabo, oder? In der Tat. Vielen Dank, Nigel. Dies wird sicherlich nützlicher sein als mein kaputtes Teleskop. Würden Sie es als Zahlung für die Karte annehmen? Okay. Du guckst die ganze Zeit da durch, aber das ist kaputt. Natürlich. Ja. Wie sie das Ding greift. Auch geil. Die Animationen sind schon ein bisschen geil, von diesem misstrauischen Blick. Gefällt mir. Es ist eine Freude, Geschäft mit Ihnen zu machen, Captain Amagi. Gleichfalls, mein Freund. Ich habe gerade die Stimmen verwechselt. Hahaha, scheiße. Ja, passiert. Die erinnern das hier so alle paar Folgen, glaube ich. Ein Teleskop, was kaputt ist. Was ist denn daran kaputt? Captain Amagis Teleskop. Sie gab es mir im Austausch gegen die Karte auf der Hafenverwaltung. Das kann ich jetzt der Cecily geben, nicht mal an. Ja. Vielleicht sieht sie ja irgendwas, obwohl es kaputt ist. Vielleicht aber auch nicht und ich irre mich einfach nur total. Mal sehen. Lass uns mal da hochgehen. Wieder eine Runde schlafen. Cecily muss das ja bei Nacht kriegen. Nehme ich mal an. Schlafen. Ah ja, genau. Und wieder raus. Und hoch zum Antiquitätenhändler. Und Cecily das Mikroskop, das Teleskop in die Hand gedrückt. Wo ist es denn? Hier.
In diesem Zustand für das kaputte Teleskop Cecily liegt das Zeichen auf dem Bahn, auf das sie wartet. Vielleicht könnte ich das ändern. Wie soll ich denn das ändern? Mit Knallern? Haben wir doch Knaller, oder? Mein Blick in mein Teleskop macht dies nicht besser interessanter. Oder vielleicht das Funkeln des Diamantsrings. Andersrum vielleicht? Nein. Sie will irgendeine Sternschnuppe sehen. Ja. Ich nehme an, wir können hier nicht hier oben aus dem Fenster raus irgendwas rausböllern. Sternenhimmel. Kannst du es mal irgendwie das Teleskop auf den Sternenhimmel richten? Dafür ist ja immerhin da. Nee, das klappt auch nicht. Ja. Sternenhimmel. Es ist eine klare Nacht und die Sterne sind wunderschön. Nimm ihn mit, nimm ihn mit! Die Sterne selbst kann ich nicht ändern. Aber vielleicht ist die Art, wie Cecily sie wahrnimmt. Ich muss irgendwas mit dem Teleskop machen. Irgendwas Glitzerndes da reinpacken oder irgendwas in die Richtung. Haben wir irgendwas, was leuchtet? Irgendwas Glitzerndes, was leuchtet? Gab es irgendeinen Leuchtfisch und mehr? Ich glaube eher nicht. Du, Captain, kannst du mir vielleicht irgendwie helfen? Mit dir habe ich eh schon mal ganz weit nicht mehr gesprochen. Ich mach's einfach nochmal. So. Nein. Hast du was Neues zu sagen vielleicht? Entschuldigen Sie mich. Ja, was gibt's? Weiterer Ausflug eigentlich nicht. Ja, dann lassen wir das Gespräch wieder sein. Ich glaube, hier drin war auch nichts. Ich gucke aber trotzdem mal rein. Was Leuchtendes. Oder was Glitzerndes oder irgendwas in der Richtung. Sehe ich nichts Sinnvolles. Hier ist vielleicht auch nichts, aber ich rede noch mit den Fischern. Vielleicht haben die noch was Cooles zu sagen. Was Hilfreiches. Entschuldigen Sie. Nicht jetzt, bitte. Oh, seien Sie nicht unhöflich, Herr Trelawney. Ist ein sehr neugieriger Mann. Mensch, vielleicht möchte er dem Schloss sogar selbst etwas spenden. Spenden, das ist wohl kaum der richtige Begriff. Ah ja, das hatten wir schon. Die werden wieder ausgenommen von dem Herrn Fischer. Von dem Verwaltungsbeamten. Hier, wer bist du eigentlich? Sag mal. Lars Siegmunds, mit dem habe ich schon mal geredet. Und du hast einen Faden in der Hand mit einem Haken. Das kann kein Zufall sein, im besten Willen. Na, so interessant ist das wirklich nicht. Na gut, dann rede ich mit dir. Entschuldigung, darf ich Sie kurz sprechen? Sicher. Was haben Sie denn da für eine Schnur mit Draht, guter Mann? Ah, Sie haben mich dabei beobachtet, wie ich meine berühmte drahtverstärkte Angelschnur gekordelt habe. Eine drahtverstärkte Angelschnur. Okay. Drahtverstärkte Angelschnur? Nun sehen Sie, das Ende einer Angelschnur in der Nähe des Fischmauls ist sehr empfindlich. Fische haben ziemlich scharfe Zähne. Sie können eine Angelschnur glatt durchbeißen. Ah, ich verstehe. So basteln Sie eine besonders starke Angelschnur mit Draht, durch die sich ein Fisch nicht durchbeißen kann. Genau sowas nennt sich Drahtvorfach. Ohne die richtigen Drehungen und Spannungspunkte kann ein Fisch noch immer einfach einen Draht durchbeißen, so wie sie einen Zweig durchbrechen könnten. Oh je, sie würden so viele Fische verlieren. In der Tat, doch nicht in meiner Angelschnüre. Nein, Angeln liegt meiner Familie im Blut und wir stellen einige der stärksten Angelgeräte in diesen Gewässern her. Ich könnte einen Wal einfangen. Wow, das klingt ziemlich nützlich. Besteht die Möglichkeit, dass ich eine dieser extra starken Angelschnüre haben kann? Als Andenken? Ich weiß nicht, es ist wirklich mühsam, sie herzustellen. Doch andererseits gehe ich nicht sehr oft angeln, seit der Köderladen geschlossen hat. Ich sage Ihnen was, wenn Sie einige Köder auftreiben können, dann werde ich Ihnen einen meiner stärksten und besten Angelschnüre überlassen. Abgemacht? Abgemacht, ich werde versuchen, Köder zu finden. Ja, ich nehme an, Würmer oder irgendwas in die Richtung. Was lenkt Ihren Sohn Stick nochmal ab? Ach ja, das hat man schon. Ja, der Stick, der ist immer noch mit seiner Olle verliebt, aber die will irgendein Zeichen sehen mit dem Teleskop, was kaputt ist, was wir irgendwie noch präparieren müssen mit irgendwas Leuchten, was ich aber irgendwie noch gerade nicht ganz registrieren kann. Wahrscheinlich liegt es irgendwie hier, das Leuchtende, und strahlt hier einmal über den Bildschirm, aber ich sehe es irgendwie nicht, ich habe keine Ahnung. Nochmal wegen dem Schloss und ihrem Fang. Nein. Können wir noch einmal wissen? Nein. Und okay, dann hast du jetzt nichts Neues zu sagen. Ich baue jetzt noch einen Köder jetzt. Passen Sie auf sich auf, mache ich doch einen Köder. Ich würde mal direkt Würmer nehmen oder irgendwas in der Richtung. Habe ich irgendwo Würmer gesehen? Würmer würde ich erstmal direkt im Wald suchen. Suchen wir also noch Würmer im Wald, Mensch.
Obwohl ich nicht weiß, ob ich das tags oder nachts über machen soll, aber ich glaube, ist ziemlich egal. Nehme ich mal an. So kenne ich mich mit Würmern ehrlich gesagt nicht aus. Hier sind keine Würmer. Hier ist eine Schlammpfütze. Vielleicht ist dafür die Schlammpfütze gedacht. Warte mal. Nur mal reingucken, bitte. Oh, na sowas. Die Schlammpfütze blubbert. Ihre Bewohner müssen nachtaktiv sein. Es gibt also Bewohner in der Schlammpfütze. Was ist hier gewesen nochmal? Unheimlicher nebelverhangener Sumpf. Und eine Flasche fällt mir gerade so auf. Allein der Gedanke, einen falschen Schritt zu tun und langsam in ein nasses Grab zu versinken, lässt mich erschaudern. Müll. Im Schlamm dieser Böschung versteckt eine halb vergrabene, rissige Flasche. Daran darfst du raten, es ist Müll. Kannst du mitnehmen? Ich schütze die Umwelt, indem ich diese Flasche aufhebe. Und sieh da, wenn der unansehnliche Müll weg ist, wirkt dieser sumpfige Teich gleich wie unberührter. Nicht. Eine Flasche, ist da irgendwas drin? Zerbrochene und schlammige Flasche. Nun zumindest verseucht diese Flasche nicht länger den Sumpf. Doch was soll ich mit ihr anfangen? Du, ich habe keine Ahnung, was du mit der Flasche anfangen sollst. Du kannst mir die komischen Leuchtwürmer hier reinfangen, wenn du willst. Nicht ernsthaft, oder? Alter, das war ein Scherz gerade. Ich habe eigentlich ein paar Glühwürmchen gefangen. Jetzt sperre ich einfach ein paar in diese alte Flasche, die ich gefunden habe. Flasche mit Glühwürmchen, die sich auffällig positioniert hat neben dem Teleskop. Allen Ernstes. Ups, eine Innenlinse ist rausgefallen, als ich das Teleskop aufgeschraubt habe. Großartig, nun tanzen die Glühwürmchen im Inneren des Teleskops herum. Machst du hier drauf? Ich glaube nicht, dass hierfür eine Linse benötigt wird. Jetzt haben wir eine Linse und ein präpariertes Teleskop. Super. Jetzt müssen wir nur was mit der Schlammpfütze anstellen können. Kannst du noch was mitnehmen? Die Bewohner vielleicht? Noch eine Flasche? Mal sehen. Es sind Würmer! Entschuldigung. Oh Gott, ich hab geschrien. Wie geht's? Diese Würmer haben mich direkt angestarrt. Und sie sahen ziemlich hungrig aus. Ich brauche irgendwas für die Würmer. Würmer. Der Apfel. Komm weg da. Bitte sehr. Ekelhaft. Ich glaube, mir wird schlecht. Das ist wirklich ziemlich keimig, ja. Ich tue die mal zurück in mein Inventar. Aber jetzt flutscht es gerade. Geil. Sofort zurück. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich nehme jetzt schon seit, ich weiß nicht, anderthalb Stunden oder zwei Stunden das Spiel auf. Und je länger man das spielt, desto, ich will nicht sagen, offensichtlicher werden die Lösungen, aber desto leichter kommt man mal rein. Das finde ich gut. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen dran jetzt. Hier, Ködertyp. Gib mir eine komische Angelschnur. Das Lustige, ich habe absolut keine Ahnung, was ich mit der Angelschnur anfangen soll, aber ich habe schon mal eine verstärkte Angelschnur. Hier. Hier, ich dachte, sie könnten ein paar Angelköder gebrauchen. Oh, sie haben Matschwürmer gefunden. Vielen Dank, die sehen saftig aus. Die Fische werden sie lieben. Hier, bitte nehmen Sie im Gegenzug diese Angelschnur mit Vorfach. Es ist nicht viel, doch es ist das Beste, was ein Angler wie ich anzubieten hat. Okay. Danke, ich werde sicher Verwendung dafür finden. Cool. Übrigens, wollen Sie diesen Apfel zurück? Nein, ist in Ordnung, behalten Sie ihn. Cool, er hat einen neuen Angelschnur gleich wieder in der Hand. Dies soll eine der stärksten Angelschnüre in der Gegend sein. Was soll ich nun damit anfangen? Du, ich habe absolut keinen Schimmer. Aber wahrscheinlich wird uns wieder zufälligerweise irgendwas begegnen. Wahrscheinlich fange ich damit ein Glühwürmchen. Was wollte ich gerade machen? Ach ja, genau, ich wollte wieder hochgehen zum Antiquitätenladen. Und zurückgehen zur Stadt, weil ich mich verklickt habe. Hier, wie heißt du eigentlich nochmal? Sternbetrachterin, keine Ahnung, wie du eigentlich genau nochmal heißt. Aber du kannst das Teleskop haben, wenn ich mal das Inventar öffne. Kann. Nochmal. Hallo. Gut. So. Da. Hey, guck mal, was ist das da oben? Was? Wo? Das muss dein Zeichen sein. Wow, das habe ich noch nie gesehen. Was? Was ist das? Oh, bitte, wo ist unser Zeichen? Hier, schau ich dieses Teleskop, damit solltest du die Sterne besser sehen können. Oh, Stick!
Das ist so wunderschön, wie die winzigen glühenden Punkte tanzen und pulsieren. Ich wusste es, es würde kommen. Unser Zeichen, die Sterne sind auf unserer Seite. Ja. Ich muss Stick sagen, wie sehr ich ihn liebe. Wir werden heiraten. Ja, oh, ich bin so glücklich. Und so doof, aber okay. Würdest du das hier bitte, das bitte Stick geben? Ich habe diesen Brief gleich an den Tag geschrieben, als er mich bat, ihn zu heiraten. Jetzt soll er ihn bekommen. Klar. Klar, schön. Okay, in der Zwischenzeit lasse ich die Glühwürmchen frei, die du in das Teleskop gesperrt hast. Willst du mich ver... Glühwürmchen? Wovon sprichst du? Oh Junge, wie peinlich. Ich muss gehen. Tschüss. Stick erwartet mich. Hallo Stick. Hier, ich gebe dir mal kurz den Brief, ne? Ich habe eine Nachricht für dich. Was? Was ist das? Ein Brief? Sie hat sich also endlich entschieden. Ich wette, sie will mich nicht heiraten. Cool. Ja. Ja, sie will mich heiraten. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann es wirklich nicht erwarten, sie zu sehen. Glaubst du, dass der Ring meines Großvaters gut genug ist? Ich werde den Diamantring bringen. Warte nur etwas länger. Ich bin sicher, Cecily würde sehr gerne etwas länger warten, wenn sie wüsste, dass ich dann den Diamant, dass sie den Diamantring bekommt, von dem sie immer geträumt hat. Okay, aber beeil dich. Kein Problem. Ich habe mich beeilt. Hier ist der Diamantring. Könnte dies der Ring sein, von dem du gesprochen hast? Das ist unglaublich. Selbst als wir noch Kinder waren, stand Cecily stundenlang vor dem Geschäft ihres Onkels und schaute sich diesen Ring im Schaufenster an. Sie wird so glücklich sein. Hier ist der Siegelring meines Großvaters. Ich glaube nicht, dass er viel wert ist, aber ich hoffe, er bringt dir Glück, mein Freund. Jetzt haben wir schon 4. Danke. Morgen werde ich Cecily ihren Diamantring geben. Sie wird überrascht sein, glaubst du nicht? Da wette ich drauf. Cool. Dann haben wir jetzt 4 Ringe, oder was? Können wir mit den 4 Ringen die 4 Vertiefungen da reingehen, wenn es eigentlich geklappt hat? Nein, geht nicht. Okay. Wir brauchen aber immer noch eine Batterie für die Fernbedienung. Keine Ahnung, wo wir die finden sollen. Aber ich glaube, ich werde kurz mich eine Runde aufs Ohr hauen und dann nochmal mit dem Vater reden. Vielleicht zeigt er sich nochmal, wie erkenntlich, dass wir seinen Sohn zur Heirat verholfen haben. Hier hin und da runter. Oder die Tochter, genau. Hallo? Oh, du bist es. Danke, dass du Stick meine Nachricht gegeben hast. Ich kann dir nicht genug danken. Vielleicht mit einer Batterie? Keine Ursache. Ich hoffe, ihr zwei werdet glücklich miteinander. Ganz bestimmt. Oh, ich bin ganz sicher. Bis dann. Bis dann und nochmal danke. Du musst zu unserer Hochzeit kommen. Ist in Ordnung. Vielleicht kann die Mutter noch irgendwas sagen dazu. Entschuldigung? Ja? Wegen Cecily. Oh, meine liebe Cecily wird heiraten. Ihr Stick hat ihr einen Antrag gemacht und sie hat Ja gesagt. Sie ist das nicht wunderbar? Mama, ich hatte doch gesagt, sie mag es nicht, wenn ich hinter ihren Rücken über so etwas rede, aber ich bin so glücklich. Stick und Cecily heiraten, ist das nicht wundervoll? Oh, mein liebes kleines Mädchen ist so schnell erwachsen geworden. Ja, okay. Da muss ich mal los, was? Dann wollen wir gleich mal den Schwiegerpapa ins B besuchen. Ach, der ist ja nachts da. Ja, wieso hab ich's getan? Ja. Yeah. Dann können wir auch schon wieder zurück, nicht? Ja, gehen wir nochmal zurück. Und pennen nochmal eine Runde. Und gehen wieder zurück zum Hafen. Ich überlege die ganze Zeit noch, wie was mit der Angelschnur anfangen könnten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. So. Vielleicht angeln? Vielleicht kann man irgendwas Besonderes fangen. Wir sprechen gleich mit dem anderen Fischer, aber erstmal mit dem Lars Stigmundson. Entschuldigung, darf ich Sie kurz sprechen? Sicher. Ach nee, der sagt gar nicht dazu. Er ist einfach eine nordische Natur. Kein großes Aufsehen machen wegen irgendwas. Okay. Dann reden wir doch mal mit dem Herrn hier. Und zeigen ihm mal die Angelschnur. Vielleicht hat er irgendwas dazu zu sagen. Nein, offenbar nicht.
Was ist das? Lagerhaustür. Aber wo Lagerhaustür? Wir waren schon lange nicht mehr in diesen komischen Schuppen da, wo wir eingesperrt wurden. Oder in dem wir eingesperrt wurden. Hier ist das Boot mit dem Motor, der kaputt ist. Aber den Motor können wir nicht benutzen. Kisten. Tür des Leuchtturms. Müssen auch mal vielleicht mal irgendwann rein. Darf ich nicht vergessen, sowas. Und war hier noch irgendwas Cooles oder so? Nee, ich glaube nicht. Hier war ja alles schon ausgeräumt. Fischernetze. Die Fischernetze sind staubtrocken. Ja, ist ja okay. Kannst du sie mitnehmen? Netze sind viel zu schwer, um sie herumzutragen. Und die Winde brauchen wir auch nicht mehr. Die Schiffsschrauben wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwas bringen könnte. Was ist das noch? Taue? Nein. Was ist, wenn ich den Haken einfach mal so reinhalte? Obwohl das ein bisschen schwachsinnig ist, oder? Nein, hier ist ein Vorfach nicht von Nutzen, leider. Okay. Ja gut, dann müssen wir was anderes suchen. Ich würde mal vorschlagen, wir werden... Bin ich gerade doof? Wir werden mal das Tagebuch durchstöbern. Oder das Notizbuch, was uns mal unser Anwalt gegeben hat. Gedenktafel, war hier noch irgendwas drum mit Bronzestatue? Nee, nee, nee. Ach, guck mal, hier ist so ein Kran. Kann man damit irgendwas machen? Vogelnest? Nee. Nee, 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 Geschäft für Angelbedarf. Ich weiß nicht, was man mit den Haken tun soll. Ich ist auch noch so eine Winde. Finden wir schon noch raus, wird sich noch irgendwann ergeben.